Liebe Freunde, ich melde mich aus dem fernen Istanbul. Im Hintergrund die Bosporusbrücke. Es ist wahrlich traumhaft hier. Ich habe mir die Stadt mal näher angeguckt. Ich kann jedem nur empfehlen, im Herbst dorthin zu fahren, denn dort herrscht noch Sommer. Aber diese Reise ist auch eine Reise, um mal zu schauen, wie ist es eigentlich mit der Inflation bestellt? Und ihr wisst ja, dass in der Türkei die Inflation bei 70, 75% sein soll oder beziehungsweise auch ist. Aber mit den Inflationsdaten muss man ein bisschen vorsichtig umgehen. Wir haben zwar in Deutschland und in der Eurozone angeblich nur 7,5 beziehungsweise fast 8,5% Inflation, aber stimmen diese Zahlen wirklich? Ja, das ist doch die große Frage. Ist es vielleicht nicht doch mehr? Oder wenn ihr im Supermarkt einkauft, habt ihr euch dann auch schon gewundert, dass ihr vielleicht fast doppelt so viel zahlt wie im letzten Jahr? Und tatsächlich ist es so, dass die Inflationsdaten oder die Inflationsrate ja nach einem Warenkorb bemessen wird. Und kaum jemand weiß so genau, was drin ist. Kann man zwar nachschlagen, aber die meisten Leute wissen es eben nicht. Und das Interessante an dem Warenkorb ist eben, dass dort auch viele Waren drin sind, die man überhaupt nicht braucht zum Leben oder auf die man einfach verzichten kann oder die auch nebensächlich sind. Also zum Beispiel, ja, Schuhe kann man auch ein bisschen länger tragen oder Zeitungen, Internet. Das alles ist im Warenkorb vorhanden, sodass die Durchschnittsdaten, die sich daraus ergeben, am Ende das Gesamtbild verzerren. So kann man zum Beispiel, wenn man bestimmte Dinge niedriger gewichtet und andere höher, und das passiert ja jedes Jahr, wunderbar niedrige Inflationsraten zaubern, die aber tatsächlich gar nicht der Wirklichkeit entsprechen. Die Frage ist doch, was nach den Energiepreisen, die wir aktuell zahlen müssen und noch zahlen werden, was das für den Warenkorb jedes Einzelnen bedeutet. Und da kann man natürlich sagen, dass es wahrscheinlich sehr viel mehr ist als das, was im Warenkorb offiziell angesagt ist. Dort sind es nämlich etwa 30%. Tatsächlich sind die Kosten für Energie, für Strom und so weiter, haben sich ja vermehrfacht in den letzten, in diesem Jahr. Also der Strompreis hat sich, kann sich demnächst noch mehr als verdoppeln. Öl- und Gaspreise haben sich fast verzehnfacht. Das werden die Leute alle dann bei ihrer Gasabrechnung merken, sodass also man zwar auf die Türkei, wie ich jetzt hier am Bosporus in Istanbul sagen kann, ja, guck mal, die haben ja 70% Inflation. Aber tatsächlich ist die gefühlte Inflation, die wir in Deutschland haben, bei bestimmten Dingen ja viel höher und wird also belastet den Einzelnen viel, viel mehr. Vielleicht haben wir ja gar nicht 7,5% Inflation in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt meldet, sondern 75%. Schaut euch doch an, was in den Portemonnaies noch übrig ist bei einer normalen Familie und so weiter, die mit dem Auto, wo der Vater mit dem Auto zur Arbeit fahren muss. Beziehungsweise ein Familienhaus oder eine Wohnung, die mit Gas beheizt wird und so weiter. Da haben wir wahrscheinlich dann Inflationsraten von mehreren 100% in Zukunft. Das ist doch der Punkt. Und ich glaube auch nicht, dass die Notenbanken dieses Phänomen in den Griff kriegen durch höhere Zinsen, weil die Preisentwicklung natürlich in erster Linie durch die Energiepreise getriggert ist. Und da schauen wir doch mal in die Türkei, ja, in die vielgeschmähte Türkei mit ihren angeblich hohen Inflationsraten. Hier beträgt der Liter Diesel, da kostet der Liter Diesel 1,40 in Euro, also 1,40 Euro. Gut, der ist auch ein bisschen gestiegen. Aber schauen wir zum Strompreis. Die Türken zahlen hier in Istanbul für eine Kilowattstunde 6 Cent. Ja, ihr habt richtig gehört, 6 Cent. Und im letzten Jahr waren es noch 5 Cent. Also steigt ein bisschen, aber nicht so viel wie bei uns. Und was man hier in der Türkei auch spürt, ist, die haben überhaupt kein Energieproblem. Ja, die haben nicht so etwas Verrücktes wie die Grünen an Bord, die alle Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke oder sonst irgendwas abschalten, was ja zu den Preissteigerungen letzten Endes beiträgt. Da muss man ja jetzt nicht Mathematik studiert haben, sondern hier läuft alles ganz normal. Also sowas wie Gasnotstand oder andere Dinge, Stromknappheit oder Strompreisexplosion, haben die hier in der Türkei gar nicht. Ja? Der Preis wird zwar wahrscheinlich auch um wenige Cent steigen in diesem Jahr, aber
In Deutschland rechnen wir mit Strompreisen von über 40 Cent pro Kilowatt. Ja, ihr habt richtig gehört, über 40 Cent. Und dann wollen die Atomkraftwerke auch noch abschalten? Also das ist doch völliger Wahnsinn. Also ich bin völlig außer mir, dass unsere Politik ja zu solchen Maßnahmen greift und damit den Strom zusätzlich in Deutschland verknappt und dann teurer macht. Ich muss ein bisschen was trinken, denn hier ist es ziemlich warm, 30 Grad ungefähr. Über die Konsequenzen dieses Tuns sollte man sie eigentlich zur Rechenschaft ziehen. Also sie träumen ja immer noch davon, dass man die Atomkraftwerke abschalten kann. Also ich glaube, das geht nicht. Aber wir werden es ja sehen, irgendwann geht es auch nicht mehr aus technischen Gründen. Wie man also energiepolitisch eine Industrienation so an den Abgrund fahren kann, das ist mir wirklich ein Rätsel. Das ist einmalig auf der Welt. Und das haben wir noch nicht mal in der Türkei. Hier haben wir andere Probleme, ja. Inflationsrate 70%. Aber ich meine, wenn wir bei uns in Deutschland mal die wirklichen Zahlen auf den Tisch legen würden und gucken würden, was eine einzelne Familie, die ganz normal einkaufen geht, die mit dem Auto zur Arbeit fährt, die Kinder hat, die ihre Wohnung mit Gas heizen müssen, wenn dann am Jahresende die Abrechnung kommt, dann möchte ich mal wissen, wie hoch die Inflationsrate dieser Durchschnittsmusterfamilie ist in Deutschland. Da würde ich mal prognostizieren, dass wir da auch bei 70, wenn nicht sogar 100% sind. Ja, das ist die bittere Wahrheit. Und was tut die Politik? Sie tut nichts. Sie fährt uns sehenden Auges in Richtung Abgrund. Man muss es ja auch mal international sehen. Also das, was hier passiert in Deutschland, ist wirklich einmalig. Wir hatten es ja auch in den anderen Videos schon besprochen, dieses ganze EEG-Gedöns, das dann durch Gaskraftwerke ausgeglichen werden muss. Aber so weit denken die Grünen ja nicht. Und dann eben diese Gasknappheit. Russland hat ja gerade den Gashahn abgedreht. Also da kann man nur beten und hoffen, dass das in Zukunft nicht so schlimm wird, wie ich befürchte. Aber es könnte auch sein, dass es noch viel, viel schlimmer wird. Nämlich dann, wenn die Atomkraftwerke tatsächlich vom Netz gehen und wenn die Kohlekraftwerke nicht so wie geplant anlaufen können und wenn das Gas für die Gaskraftwerke hinterher nicht kommt. Also ich meine, das ist ja über Jahrzehnte, ja, über Jahrzehnte ist dieses Problem ja erst kreiert worden. Die kritischen Stimmen der Vernunft, sie wurden nicht gehört. Stattdessen hat man einen naiven EEG-Traum geträumt. Davon geträumt, dass man eine Industrienation mit Windrädern und Solar betreiben kann und dabei nicht bedacht, dass es auch mal dunkel wird und dass es windstill wird. Also ich meine, kluge Stimmen haben schon so lange, so viele Jahre davor, genau vor diesem Zustand gewarnt, in dem wir jetzt sind. Aber sie kommen nicht zur Vernunft. Deshalb wird die Inflationsrate wahrscheinlich auch hoch bleiben, auch im nächsten Jahr hoch bleiben. Jetzt gibt es ja die ersten Streiks. Die Leute wollen 10 bis 15% mehr. Ja gut, kann man ja auch irgendwie verstehen. Aber auf der anderen Seite verteuern sich natürlich dann auch wieder die Preise. Man nennt das eine Lohnpreisspirale. Das heißt also, am Ende bleibt für den Einzelnen eigentlich nichts übrig, auch wenn er dann 10 oder 15% gar mehr Lohn in der Tasche hat. Zuvor greift euch noch der Staat alles ab über die kalte Progression. Denn wenn ihr mehr Geld verdient, müsst ihr bekanntlich auch mehr Steuern zahlen. Und dann geht die Inflation in die Höhe, dann wird alles noch teurer. Und dann landen wir irgendwann dann tatsächlich in der Hyperinflation, ja, die man überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Inflation ist etwas, worunter alle leiden und insbesondere die Menschen leiden, die sich nicht davor schützen können. Wir haben ja auch bei uns im MM News Club immer wieder das Thema dran gehabt. Ich kann auch nur sagen, also jeder Einzelne muss Vorsorge treffen. Gold und Silber halte ich in dem Zusammenhang für unverzichtbar, auch wenn es gerade nicht steigt. Es gibt manchmal Pausen, aber wenn ich mir ansehe, was an der Währungsfront so passiert, dann muss man wirklich sagen, dass in den nächsten Jahren Gold und Silber wohl hossieren müssten. Und insofern kann man dankbar sein, dass diese Kurse für Gold und Silber im Moment so preiswert und so billig sind. Also bei diesen Inflationsraten kann ich euch nur sagen, wird das nicht so bleiben. Das ist meiner Ansicht nach in den nächsten Jahren ein klarer Verdoppler. Deshalb tut, was ihr könnt,
um euer Geld in Sicherheit zu bringen. Es sieht im Moment wirklich nicht danach aus, dass die Politik die Inflation unter Kontrolle bekommt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie die Energiepreise unter Kontrolle bekommt. Im Gegenteil, das Chaos wird immer größer und damit wird die Inflation auch immer höher. Und jetzt kommen noch die Streiks, es wollen die Leute mehr Geld. Damit kommt nochmal ein Hammer obendrauf. Am Ende bleibt für niemanden mehr was übrig, ja. Das ist die traurige und bittere Bilanz. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt und ich werde mich in der Türkei noch ein bisschen umsehen. In dem Land mit 75% Inflation ist schon Wahnsinn irgendwie. Aber auf den Straßen merkt man davon komischerweise gar nichts. Also das Leben hier in Istanbul geht ganz normal seinen Gang. Also Tausende von Dönerbuden und kleinen und großen Geschäften. Also man merkt irgendwie hier kaum, dass die Leute leiden, aber das tun sie natürlich. Denn Inflation ist nichts anderes als die Enteignung des kleinen Mannes, der Oma, des Opas, die ihr Geld auf dem Sparbuch haben und sich nicht dagegen wehren können. Insofern ist das wirklich eine ganz schlimme Sache. Und wenn ihr noch jung seid oder mitten im Leben steht, dann müsst ihr jetzt auch Vorbereitungen treffen, euch der Geld Entwertung entgegenzustemmen und in Sachwerte zu gehen, in Gold. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen Aktien, denn wenn wir hohe Inflationsraten haben, steigen normalerweise auch Aktien. Ihr werdet es nicht glauben, tun sie aktuell nicht. Insofern alles etwas zu Schnäppchenkursen zu haben, kann man sagen. Aber das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, euch aufs Bargeld zu verlassen, auf die Werthaltigkeit des Bargelds und natürlich damit auch auf die Werthaltigkeit eurer Pensionen, eurer Rentenansprüche, ja. Die könnt ihr wahrscheinlich zum großen Teil in einigen Jahren abschreiben, wenn das so weitergeht wie bisher. Folgt uns auf Telegram. Hier der Link ist gleich unter dem Tube. Da immer aktuell informiert zu den wichtigsten Themen aus Politik und Wirtschaft. Und ich grüße euch hier vom Bosporus. Wirklich traumhaft das Ganze. Und ich bin bald wieder in Deutschland.